Haben wir noch. Was heißt das? Wir machen uns Fackeln. Um hier wieder rauszufinden. Gut. Ich muss mal eben hier. Ich könnte eigentlich die neue Energiequelle hier unten fotografieren als Dings. Ungefähr so. Sieht gut aus, machen wir. Perfekt. So, jetzt wieder hoch. Können wir mal eben hier noch ein bisschen verschieben, das dahin. Das wäre geil. Und los geht's. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Das ist nur ein kleiner Wartungstunnel quasi. Ich komme jetzt irgendwo oben raus und hoffe, dass ich das dann irgendwann wiederfinde. Wenn ich es brauche. Das ist besser, als wenn ich da unten durch die ganzen Tunnel laufen muss. Dann finde ich das nämlich sowieso nie wieder. Das Problem hatten wir ja schon. Auf was habe ich jetzt eingestellt? Auf 13. Okay, merken, 13. 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13. Bis ich oben bin, muss ich mir das merken. Mach es eigentlich schon wieder zu groß hier. Obwohl immer diese 3 ist auch eine Möglichkeit, es wegzumachen. Blub. So, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Wo bin ich denn hier? 1, 2. Mist. Hallo? Hallo, Skelett. Hallo, mehrere Skelette. Egal, einfach mal weiter hoch jetzt. Oh Mist, habe ich einen Weg gemacht. Das geht natürlich nicht. So, ist mir egal, ob da jetzt irgendwas rumläuft oder sonst irgendwas. Wenn, dann gehe ich eh schnell durch, obwohl das ist eigentlich ist mir nicht egal, wenn ich ehrlich bin. Also machen wir das mal eben zu. Dann habe ich mich meine Ruhe hier. So. Perfekt, würde ich sagen. Haben wir ein bisschen Brot noch dabei, ja, aber nicht mehr so viel, ne? Werde ich mal meine Maschine gleich einen Besuch bestatten, ob da schon genug Brot jetzt entstanden ist. 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Das kann eine Weile dauern. Wir sind auf einer Höhe. Jenseits von Gut und Böse. Okay. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, oh, sehr gut. Ich weiß nicht, ob ich das mitnehmen kann, ob ich auch Platz dafür im Inventar habe. Keine Ahnung. Ist auch egal jetzt, weil wir wollen einfach nur rauf. Einfach nur rauf wollen wir. Bop. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Und dann hinter meinem Zuhause wiederfinden. Das ist das viel größere Problem. So, bop. Mhm. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Blub. 1, 2, 3. Hier ist nur Erde. Ich könnte jetzt eine Schippe in der Hand nehmen, aber nein, das wäre ja zu einfach. Das kann ja jeder. So, einfach weiter. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ich glaube, ich brauche doch eine Schippe. Ich habe ja eine, ne? Ist ja nicht so, als wären wir hier irgendwie im Armenhaus. So, weiter geht's. 1, 2, lol, lol, ne? Lol, sag ich nur dazu. Oh, das ist ja geil. Das ist überhaupt nicht weit weg. Hahaha. Das kann man sich ja fast merken. Hier hinten. So, was muss ich mir jetzt merken? Ich mache mir jetzt aber hier so ein Ding hin. Zack. So, einfach so. Turm oben drauf. So, so, dann sehe ich ihn wenigstens in der Nacht auch. So, fertig. Yay. Von da aus komme ich jetzt runter zu meiner Combustion Engine. Das ist ja geil. Das ist gar nicht so weit weg, wie ich dachte von meinem ganzen Zeug. Das ist schon gut. Das finden wir wieder, weil wir weit wieder unterirdisch gelatscht sind. Das ist schon... Oh, das erntet gleich. Das ist ja auch sehr gut. Okay, jetzt muss ich nur die Quarry wieder anschalten. Da hinten sind Spinnen. Guck mal, das ist doch mein... Ah, das ist genau mein Spinnenloch, was ich da gemacht habe. Geil, da gehe ich gleich mal rein. Spinnen ärgern. Einfach nur, weil ich es kann. Jetzt müssen wir erstmal das hier wieder einstellen. Das ist natürlich nicht auf 13 geschaltet. So, ihr werdet jetzt einen leichten Schnitt bemerkt haben, weil ich habe gerade eben auf dieses Ding geklickt und es ist abgestürzt. Wie beim letzten Mal auch. Heißt, für mich, diese scheiß Rohr, dieses da, dieses. Diese Teleportpipe ist einfach im Arsch. Im Arsch. So, und damit ich die nie wieder anklicke, und ich werde die auch nicht abreißen, weil es mir einfach zu gefährlich ist, mache ich da jetzt ein Schild dran und schreibe im Arsch dran. Weil es mich total aufgeregt hat, dass ich gerade... ne? Ihr versteht. Ihr versteht mich gut.
1, 2, 3, 4, 5, 6. Das dahin. C drücken. Ein Schild craften. Ganz ruhig, Alex. Ich habe mir nur 5 Holz genommen. Lalala. Ich nehme mir noch ein 6. Hölzchen. Drücke wieder C. So, lalalala. Ich nehme dieses Schild. Stelle es an die Teleportpipe. An die Teleportpipe und schreibt dran. Im Arsch. Nicht anfassen. So, im Arsch. Nicht anfassen ist, glaube ich, genau die richtige Beschreibung, damit ich nie wieder dieses Teleportpipe anfasse und mir nie wieder das Ding abstürzt hier. Diese Scheiße, ey. So, jetzt gehe ich ins Bett. Gute Nacht. Das kotzt mich aber auch an. Oh. Und als Alternative, damit wir diese Pipe nie wieder anpassen müssen, nehmen wir eine andere Teleport-Pipe. Die natürlich nicht waterproofed ist. Natürlich nicht, das wäre auch zu einfach. Aber die kann ich ja eben schnell waterproofen. Und dann nehmen wir eine andere Transport-Pipe, eine Cobblestone am besten. Iron habe ich nur, Stone. Ich habe einfach nur das, was ich habe. Ja. Habe ich noch irgendwo Cactus Green? Wahrscheinlich irgendwo. Wo keiner mitrechnen. Halt, ich kann mal ganz schnell, dass ich hier bin. Ich muss ja mehr Scrub herstellen, ich vergesse das immer. Ich muss das mal automatisieren, also irgendwie da was, irgendwie ein Zeug reinleite oder sowas. Werde ich mal irgendwann machen. Vielleicht eins meiner nächsten Projekte, weiß ich noch nicht. So, jetzt werde ich erstmal hier gucken, ob ich noch irgendwo Cactus Green bzw. Waterproof habe. Anstatt ich erst bei den Links da hinten gucke, da wo, meine Kisten sind einfach voll. Hier habe ich Cactus Green, fertig. So. C drücken. Nee, wie war das? Da ist es doch. Pipe irgendwas. Bleh. So, da oben drüber, genau. Eine Waterproof Pipe. Jawohl, jawohl, jawohl. Pocken wir mal hier was weg. Zum Beispiel das und das und das und das und diesen auch. So. Und dann packen wir hier wieder Neues rein. Ah, der ist noch genug drin. Machen wir weiter. So, jetzt haben wir noch irgendwo. Hier sind noch irgendwo Pipes drin. Ich weiß das. Ich weiß, dass ich hier irgendwo Pipes drin fange. Okay. Stone Waterproof Wooden Transport Advanced Tank Cobblestone Waterproof Pipe. Danke. So, hier packen wir auch das Waterproof Zeug rein. Eine reicht uns vollkommen. So, Udalle. Ich bin ja ganz happy hier. Wie sieht's aus? Mein Brot schon abgeerntet worden? Kann ich von hier aus nicht erkennen. Gut. Oh, dann machen wir auf der anderen Seite einfach hier so eine Pipe drin und dann machen wir so eine Pipe und dann stellen wir. So. Ja. Was soll ich euch sagen? Was soll ich euch sagen? Kaputt gegangen. Kaputt gegangen! Versteht ihr? Kaputt gegangen! Ich verstehe es nicht mehr. Wieso gehen die kaputt? Da unten, die gingen doch auch. Ich habe doch nichts verkehrt gemacht. Was? Ja. Ich baue die jetzt ab. Bau die einfach ab. So. Danke sehr. Baue auch diese ab. So. Ich werde die jetzt woanders hinbauen. Ich werde jetzt einfach ein Stück weggehen und versuchen sie irgendwo anzuklicken, wenn es dann wieder abschützt. Dann kann mich dieses Spiel mal so richtig derbst am Arsch lecken. Also zumindest diese Pipes. Ich kann doch nicht was bauen und dann funktioniert das wieder nicht. Und dann, ich weiß nicht, woran es liegt. Hallo? Was für ein Scheiß. So. Ja, da bin ich wieder. Mhm. Und ja, die Teleport-Pipe will mich verarschen. Sie geht nicht. Warum nicht? Weiß ich nicht. Scheinbar geht in diesen Chunks keine Teleport-Pipes mehr. Auch gut. Denke ich mir jetzt einfach mal so. Ich könnte kotzen. Ja, aber ich halte mich zurück. Warum? Weil ihr das bestimmt nicht hören wollt, wie ich hier rumkotze, weil diese scheiß Teleport-Pipes nicht mehr funktionieren. Und wisst ihr, was ich jetzt mache, damit meine Quarry wieder trotzdem läuft? Das kann ich euch ganz einfach verraten. Ich werde das hier auf Sheet-Mode stellen. Dann werde ich mir einfach Tanks nehmen. Tanks. 64 Stück. So. Dann nehme ich diese 64 Tanks. Und platziere die einfach unter mir. Und fliege damit einfach nach oben. So. Und wenn ich das gemacht habe, dann habe ich einen riesen Turm mit Tanks. Und dann werde ich einfach, weil dieses Spiel mich verarschen will. Und ich keinen Bock darauf habe, dass mich dieses Spiel verarscht. Weil mit den Teleport-Pipes geht ja nicht. Ich habe alles wieder so eingestellt, dass das wieder automatisch sich befüllt.
ne, mit Lava. Ich hab's gesehen. Ich hab's unten wieder aufgebaut. Und das ist das Spiel, das mich verarschen will, weil es mit den Teleport-Pipes nicht geht. Werde ich jetzt einfach von hier oben aus Lava nehmen. Lava. Schön. Lava-Eimer. Oder was muss ich nehmen? Wie kann ich das befüllen? Kann ich einfach hier so einen Lava-Eimer nehmen? Und das einfach hier in den Tank reinpacken? Geht das? Ja, das geht. Es kommt ganz unten an. Und alles ist gut. Leider ist es direkt weg. Also nehmen wir uns mal direkt Lava, 64 Stück, und versuchen das da reinzukippen. Wenn mir jetzt alles kaputt geht, was dann? Dann ist doof, ne? Wollen wir erstmal irgendwo anders probieren? Probieren wir erstmal lieber woanders. Ich habe keinen Bock, dass ich mir jetzt alles kaputt mache. Tank. Tank noch mal. Ich nehme nochmal 64 Tanks, ist ja kein Problem. Setzen wir einfach mal hier irgendwo einen Tank hin, zack. Wenn ich da mit Lava draufklicke, dann geht es nämlich genau das, was ich nicht haben will. Es geht nicht da rein. Doof. Gut, dass ich das ausprobiert habe. So, weg damit, weg damit. Geh doch kaputt einfach. So. Gar kein Problem. Doch, natürlich ist ein Problem. So, wir haben jetzt hier Lava. Und wir haben einen Eimer. Haben wir uns ercheatet. Cool. Nee, da nicht. Loch machen. Scheißstelle für ein Loch. Merken, dass es eine Scheißstelle für ein Loch ist. Egal. Lava rein. Eimer. Raus. Rein. Eimer. Raus. Rein. Eimer. Raus. Rein. Eimer. Raus. Wieder gar nicht voller. Wieso nicht? Wird direkt alles rausgepumpt. Geil. Das noch ein bisschen weitermachen, das Spielchen. Gar kein Problem hier für mich. Ist ja total praktisch auch, ne? Ich könnte kotzen hier. Ich wollte es eigentlich schön hier so einen Turm hinbauen mit Lava, mich mit armer Lama volläumeln. Aber ich krieg's gar nicht voll so schnell, wie die Maschine das rauspumpt. Geil. Einfach nur geil. Jetzt fängt die Quarry arbeitet jetzt wieder. Das hier wird vielleicht mit Lava voll sein. Und dann müsste eigentlich der Turm auch wieder voll werden hier mit Lava. Ich mach's einfach mal so weiter jetzt. Ist mir egal. Und außerdem schiebe ich noch Tag. Jetzt, wenn ich hier schon dabei bin, dann kann ich auch alles machen. Time Set 1. Zack, zack. Blub. Gut gemacht. Ein Lava verschwendet. Egal. Blub. Blub. Plupp, plupp. Das ist ja mühselig, ne? Das mühselig ist geil, das Game. Das regt mich richtig auf, dass ich das jetzt so machen muss. Das glaubt ihr gar nicht. Das ist einfach nur schlimm. Einfach total schlimm. Nein! Ja, wisst ihr was? Wisst ihr was? Diese Quarry kann mich mal. Sie kann mich mal. Ich habe keinen Bock mehr. Ich habe keinen Bock mehr. Das ist doch nicht... Das kann doch nicht wahr sein. Ehrlich jetzt. Nee. Da war weg. Ich habe keinen Bock. Ich habe echt keinen Bock mehr darauf. Hier, pass auf jetzt. Hab ich die Schnauze sowas von voll. Komm her. Geht er jetzt kaputt oder kriege ich den dann wieder? Den kriege ich wieder. Ich habe einfach keinen Bock mehr jetzt darauf. Das ist... Wieso kommt da jetzt ein Creeper an? Wo kommt der her? Warum? Lässt er mich nicht einfach hier was machen? Wasser. Hier fehlt alles. Hier ist alles kaputt gegangen. Der Creeper hat erstmal alles in die Luft gejagt. Wo ist die Pumpe? Haben wir nicht. Geil. Pumpe. Pumpe. Gib mir eine Pumpe, ich brauche nur eine. Weg damit. Tschüss. Ich bin ein bisschen angepisst gerade. Wie ihr vielleicht bemerkt. Wenigstens läuft das Ding direkt weiter. Schön. Die anderen werden nicht so schnell laufen, weil wäre ja auch doof, wenn das passieren würde. Hallo. Ja, geh kaputt, ist mir egal. So,